Ein neuer Heyba hier jetzt im Test, und zwar die Sorte Apfel-Zimt. Klingt schon mal sehr geil. Ich habe ja schon mal einen Heyba getestet, den fand ich nicht ganz so geil. Gucken wir mal, ob dieses Ding hier besser ist. Viel Spaß mit diesem Video und Film ab. Ja, auf der Nuga gab es einen Stand, wo es auch die Heybas gab, und da gab es was zum Probieren. Ich probierte den mit Apfelzimt und dachte mir so, ja, was habe ich mir gedacht? Verrate ich jetzt hier noch nicht. Sei noch mal gesagt, ich habe die Sorte Peanut Butter schon mal probiert. Ich verlinke ihn euch in der Beschreibung, den Test, das Testvideo. Den fand ich, wie gesagt, nicht ganz so geil. Habe ich bei DM gekauft für, ich glaube, 2,30, 2,40 war das. Es sind auch, das war damals auch so ungefähr 50, 60 Gramm Riegel. Ja, 60 meine ich. 60 sind es nämlich, genau. Und den hier habe ich jetzt, wie gesagt, von der Nuga. Der soll ganz neu rauskommen. Den hat man mir freundlicherweise dort gegeben. Und interessant ist sicherlich für viele Leute, dass er ziemlich niedrigkalorisch ist. Wir haben nämlich nur 299 Kilokalorien, was wirklich wenig ist für einen Proteinriegel. Das liegt unter anderem daran, dass wir hier auch wenig Fett drin haben, nämlich nur 7,6 viele. Gerade so diese Genussriegel, die kommen manchmal auf 14, 15, 16 Gramm Fett. Wir haben sehr, sehr viele Ballaststoffe, wodurch wir natürlich andere Sachen einsparen, wie zum Beispiel die Kohlenhydrate. Wir haben auch nur 4,3 Gramm Zucker drin pro 100 Gramm. Eiweiß ist mit 33,2 Gramm aber ganz normal drin. Ja, sprich, hier wird jetzt nicht am Eiweiß gespart, was ja selbst natürlich auch Kalorien hat. Trotzdem, ich weiß, Heybars und auch so wie Questbars, ist so eine Art Clean Bars, die gehen so oft in die Richtung, wenig Kalorien zu haben. Und ich denke mal, das kann man hier auf jeden Fall bejahen. Wie gesagt, Kosten ungefähr 2,20, 2,30, 2,40. Habe ich sie, kann man die auch bei DM kaufen? Habe ich ihn gekauft, und der sollte da jetzt wohl auch bald hinkommen. Den gibt es auch im Internet und so, da müsst ihr einfach mal schauen. Proteinriegel mit Apfelstückchen und Zimt, mit Süßungsmittel, Zutaten. Wir haben Milchprotein, wir haben isomalte Oligosaccharide. Das ist das, was in den Questbars auch mal drin war. Jetzt haben wir ja in Europa eine andere Formel. Da ist jetzt keine isomalte Oligosaccharide mehr drin, sondern pflanzliche Maisfasern. Das ist jetzt ein bisschen was anderes. Diskutiere ich vielleicht mal bald drüber, aber wir lassen das jetzt erstmal so stehen. Wir haben Verdickungsmittel drin, und ihr seht hier gerade so dieses Ballaststoff und dieses Ballaststoff, wobei das hier ein verdaulicher Ballaststoff ist, der lässt euren Insulinspiegel steigen. Nicht es falsch verstehen. Wir haben hier zwar nur 4,3 Gramm Zucker drin, beziehungsweise 8,2 Gramm Zucker, aber diese Ballaststoffe, die gehen ordentlich auch verzögert auch auf den Insulinspiegel. Ja, das ist für manch einen vielleicht wichtig. Das ist so diese Lachnummer eigentlich an diesen Riegeln. Es ist irgendwo halt auch nicht Betrug, aber es ist so ein. Nein, es ist kein Betrug, es ist ehrlich, es ist ein Ballaststoff, aber es ist ein Ballaststoff, den der Körper eben verdauen kann, im Gegensatz zu manch anderen, teilweise zumindest. Wir haben Verdickungsmittel drin, Polydextrose, das ist dann halt auch ein Ballaststoff, genauso wie Chicorée-Wurzelextrakt. Wir haben Kakaobutter drin, ich meine nicht zumindest, aber wird auch, glaube ich, auch als Süßstoff genommen, bin ich mir nicht ganz sicher, Chicorée. Kakaobutter, Sonnenblumenöl, wir haben Apfelstückchen, 2,2, wir haben auch Feuchtigkeitsmittel, Glycerin, ebenfalls ein Kohlenhydrat, ein Polyol, ein Triol sogar, ein Molkeneiweiß haben wir drin, Reis mit Aroma, Zimt und so weiter. Gut ist, wie auch hier bei Questbars, wir haben kein billiges Kollagenhydrolysat drin, sondern eben hier in diesem Fall dann doch hochwertiges Milchprotein. Packen wir ihn mal aus. Schönes, weiches Plastik. Ich mag das, wenn. Das ist so dieses Special Plastik. Nicht ganz das Special Plastik, aber es ist nicht dieses billige Plastik. Wenn ihr den Riegel mal in Hand habt, dann wisst ihr, was ich meine. Boah, da kommt mir gerade schon richtig heftiges Apfel-Zimt-Aroma entgegen. So, muss ich mal hier erst ein bisschen das Ganze hier schicker machen. Guckt euch das mal an. Hier sieht ja jetzt hier erbärmlich aus. Der Heyba, Apfel-Zimt. Wow, holy shit, der riecht verdammt gut. Ja, also wirklich vom Geruch her schon mal absolut Bombe. Richtig schön intensiv nach Apfel. Es sieht auch gut aus mit diesen Apfelstückchen obendrauf. Und auch Zimt. Und es kommt einem auch eine ziemlich gute. Ich sehe noch was vom letzten Test. Es kommt auch eine ziemlich gute Zimtnote entgegen. Also, wow, ist schon fast parfümartig, zimtig, apfelmäßig hier. Und ihr seht, das ist halt auch wirklich nur wie so ein Block. So kennt man das eben von anderen Clean Bars ohne Coating, sondern einfach nur diese Masse. Oben hat man dann oft eben so Deko drauf. Hier in dem Fall die Apfelstückchen. Sieht auch wirklich so aus wie so mit Zimt. Man sieht es richtig. Und wenn man dann riecht, oh, ganz herrlicher Zimtgeruch, wirklich großartig. Also ich bin gerade mal wieder begeistert, auch auf der Messe habe ich ständig was von diesen Probesnacks gefuttert. Aber wirklich sehr lecker. Können Sie aber auch nochmal einen Querschnitt reinmachen, da werden wir nicht viel anderes sehen. Ihr seht, das sind halt einfach diese Blöcke. Nichts Besonderes. Das ist aber auch bei vielen Riegeln so, auch bei den Cleans
von Body & Fit zum Beispiel. Da gibt es die Sorte Salted Caramel, habe ich schon oft erwähnt. Das Ding sieht nach nichts aus, aber ist fantastisch lecker. Und der hier, ja, ich habe es jetzt gerade schon verraten, der ist auch verdammt lecker. Und ich probiere den jetzt nochmal. Ach ja, meine Fresse, ey. Leute, ich könnte das Video beenden. Achso, es sei gesagt, ich habe den Riegel zwar gestellt bekommen, aber ihr wisst an einem anderen Hellbar-Video, dass ich den Riegel scheiße fand, den Peanut Butter. Und der schmeckt auch wirklich nicht, kauft den nicht. Aber den hier, den kauft ihr. Den Apfelzimt Hellbar ist verdammt lecker. Nicht ganz so schuhsohlenmäßig wie die alten Quest-Bars, sage ich jetzt mal. Aber richtig herrliches Aroma nach Zimt und Apfel, sehr intensiv. Ich persönlich mag das, wenn das so penetrant ist. Deswegen liebe ich auch den Quest bei Maple Waffle. Ich könnte mir vorstellen, dass der hier manch einem zu intensiv tatsächlich ist. Aber ganz im Ernst, ihr müsst ihn ausprobieren. Wenn ihr Apfel und Zimt mögt, dann könnte das der Shit überhaupt werden für euch. Ich finde ihn verdammt lecker. Er sieht hier mit diesen Stückchen oben drauf auch ganz gut aus. Preislich, ja, Proteinriegel sind alle teuer. Ist jetzt hier auch ein Markenriegel. Kann man darüber streiten. Ich finde, es gibt halt auch sehr gute von Body & Fit, die gerade mal die Hälfte kosten zum Beispiel. Aber das möchte ich jetzt hier quasi nur am Rand erwähnen. Teuer, 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 ja. Aber alle Markenriegel sind leider viel zu teuer, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn man überlegt, was da ja eigentlich nur so drin ist. Ja, nichtsdestotrotz, für Fans von Riegeln, den Hellbar Apfelzimt. Bitte, ihr müsst ihn ausprobieren. Es ist einer der leckersten Proteinriegel, die ich je gegessen habe. Ganz ehrlich, ich finde ihn saulecker. Deswegen, ja, gerne eure Meinung noch zu anderen Hellbars. Welche könnt ihr noch empfehlen? Und ansonsten sage ich danke, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao.